Meine Damen und Herren, Erbauer 2022, es rückt näher. Auf unserer Homepage sehen Sie, wie heruntergezählt wird. Darf für die Journalisten auch sagen, es ist demnächst ab Montag die Möglichkeit, dass sie sich akkreditieren. Ich darf hier zur Präsentation des Programms der Erbauer begrüßen unsere Frau Bundesministerin Claudia Tanner, die Frau Landesrätin Barbara Aibinger-Mädel, den Chef der Flying Bulls, Siegfried Schwarz, den legendären Chef, den Herrn Brigadier Wolfgang Briller. Er ist der Gesamtleiter für die Ausrichtung der Airpower im Bundesheer, und den Oberstleutnant Thomas Bloder. Er ist verantwortlich für das Programm und die Steuerung des gesamten Programms eigentlich, vor allem, was in der Luft dann stattfindet. Wir werden von allen Herrschaften Ihre Statements hören. Ich darf Sie, sehr geehrte Frau Bundesministerin, bitten, mit Ihrem Statement zu beginnen. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Landesrätin, Herr Schwarzer, Herr Brigadier, Herr Oberstleutnant, sehr geehrte Damen und Herren der Medien. Ich glaube, es ist ziemlich genau 2 Monate her, als wir gemeinsam mit unseren Partnern, mit dem Land Steiermark und mit Red Bull die Durchführung der Airpower am 2. und 3. September am Fliegerhorst Hinterstolzer in Zeltweg angekündigt haben. Und ich glaube, nach der dynamischen Vorführung unseres Eurofighters steht es außer Frage, warum wir diese durchführen. Sehr oft wird das Bundesheer angesprochen mit den Dingen, die wir nicht können, viel zu wenig oft mit denen, die wir können. Sie haben das jetzt dynamisch erlebt, aber ich kann nicht beginnen, gerade nicht an dieser Stelle, ohne Danke zu sagen an all diejenigen Soldaten, die zu Luft und auch zu Lande, insbesondere unsere Pioniere, gerade jetzt in diesen Stunden unterstützend tätig sind nach der Katastrophe in Kärnten. Und auch von dieser Stelle aus ein ganz großes Dankeschön. Sie wissen, es sind über 170 Pioniere im Einsatz, die der Bevölkerung helfen, die unterstützen, und auch 3 unserer Hubschrauber. Die Airpower 22 wird eine unglaubliche Leistungsschau werden, eine militärische Leistungsschau werden am Boden. Es werden Vorführungen unserer österreichischen Luftstreitkräfte, aber auch internationaler militärischer Kunstflugstaffeln und Teilnehmern aus den verschiedensten Bereichen, auch aus dem Bereich der Zivilluftfahrt, natürlich auch den Flying Bulls, aber auch einer Schau am Boden, einer statischen von zivilen Ausstellern aus den Bereichen der Luftfahrtindustrie, der Forschung und der Lehre, und auch eine umfangreiche Rahmenveranstaltung am Flugplatzgelände inklusive dem Militärluftfahrtmuseum bestehen. Wichtig ist auch anzusprechen, dass auch dieses Mal der Eintritt zur Airpower 22 frei sein wird, weil wir wollen, und ich habe das vor 2 Monaten auch angesprochen, gemeinsam, dass es auch ein Event für die ganze Familie wird, dass es abwechslungsreiche Unterhaltung auch gibt, gerade für Kinder. Und ich darf in diesem Zusammenhang auch hinweisen auf ein Gewinnspiel, auf ein besonderes Gewinnspiel, das Sie auf der Homepage der Airpower 22 sehen können, bei der aktuell ganz sensationelle Preise für alle Freunde unserer Airpower verlost werden. Da sind Packages dabei mit Flügen, mit der DC-6, eine Nächtigung im Steirer Schlössl und VIP-Karten für beide Veranstaltungstage. Also schauen Sie sich das an. Für das österreichische Bundesheer, für uns als Veranstalter, ist das eine ganz erfreulich, dass wir ein Programm bieten können, auch das eine, glaube ich, noch nie dagewesene Fülle zeigt mit unglaublich vielen Highlights und Premieren. Wir können das aber nur mit unseren Partnern tun. Daher an dieser Stelle, Frau Landesrätin, ein ganz großes Dankeschön auch an das Land Steiermark und ein ganz großes Dankeschön auch an Red Bull. Die Highlights, die Sie sehen werden, sehr geehrte Damen und Herren, das sind 35 Flying Displays mit 8
8-Stunden-Programm. Im Static-Display werden rund 60 Luftfahrzeuge präsentiert, eine Zahl, die wir bei den vergangenen Airpower-Veranstaltungen so noch nie hatten. Eine echte, aber auch künstlerische Welturaufführung ist ein großes Flying-Display des österreichischen Bundesheeres mit insgesamt 9 Hubschraubern des Typs Alouette 3, einem Eurofighter, 3 BC-6 und einem Hubschrauber, wurde vorhin schon angesprochen, wo wir ja neu beschafft haben, in der Beschaffung sind, AW169. Alle Fluggeräte dieses Displays bewegen sich dann gemeinsam zu einer eigens komponierten Symphonie, komponiert und arrangiert von bekannten Arrangeur Tristan Schulze. Dazu werden Sie aber Näheres dann vom Herrn Oberstleutnant Thomas Bloder noch hören. Und die Airpower 22 bringt ja auch eines in diese Region, sehr geehrte Damen und Herren, nämlich eine enorme Wertschöpfung. Aber ich bin überzeugt davon, dass dazu die Frau Landesrätin Aibinger Mittelnäheres ausführen wird, bevor wir dann zur Vorstellung eben der Programm-Highlights der Airpower 22 auch kommen. Dankeschön. Danke, Frau Bundesministerin, für das Land Steiermark, unseren langjährigen Partner.